Ah, mein Name ist Peter Linzbauer. Ich komme aus Wilhelmsburg in Niederösterreich. Ich war einige Jahre unterwegs als EDV-Trainer im Erwachsenenbereich, vor allem Microsoft-Schulungen. Bin jetzt sehr viel auf Linux, LibreOffice unterwegs. Habe in meinem Beruf, ich betreue auch logische Firma in der EDV, auch mit Microsoft zu tun und auch mit Linux, also mit beiden. So. Eigene Computer sind erwünscht bei dem Workshop. Es sollte also ein Mitmach-Workshop sein. Wenn Sie nur zuschaut, ist es auch okay. Ich hoffe, ihr werdet auch was Neues erfahren. Geplant ist also, dass wir zwei Dokumente bearbeiten. Am Anfang erzähle ich noch ein bisschen was über LibreOffice selber. Dann werden wir ein Kochbuch schreiben und dann rechnen wir Einkaufsliste. Also zwei komplett einfache Dinge, die hoffentlich die Grundfunktionen erklären werden. So. LibreOffice selbst. Es gibt da grundsätzlich die fünf Programme. Ich nehme an, die meisten werden auch aus der Microsoft-Richtung Microsoft Word, Excel, PowerPoint kennen, die drei Hauptprogramme. Und wir haben da eben den Writer, blau, Calc, Tabellenkalkulation in grün und in einem hübschen Rot Impress, also so wie von Microsoft PowerPoint eben. Dann gibt es noch Draw, das ist eher unbekannt, das ist um Polygone zu zeichnen. Ist ein recht gutes Programm. Ich persönlich gehe dann einen Schritt weiter und nehme Inkscape. Das gehört nicht zur LibreOffice-Familie dazu, macht aber ähnliche Dinge. Und dann gibt es nur Violett-Datenbanken, gehen aus dem Microsoft Office-Bereich mit Access. Grundsätzlich arbeiten wir mit den ersten beiden, das heißt mit Writer und mit Calc heute. Wer Computer mit hat, Internetzugänge haben Sie schon, Zugangsdaten wissen Sie. Soll ich es nochmal aufschreiben? Die stehen da drin. Ich schreibe es nochmal auf. Wer braucht es? Okay. So. Wo haben wir das WLAN? Also wir haben da Gut. Soweit ich informiert bin, gibt es auch ein freies WLAN, unverschlüsselt, können Sie natürlich genauso benutzen oder eben diese Zugangsdaten. So, warum frage ich wegen Internet? Es gibt Vorlagendateien und zwar unter edv-linzbauer.at. Dort finden Sie die Dateien. Wenn alle soweit sind, mache ich das auch auf und zeige Ihnen, wo es genau zu finden sind. Das ist eine gute Frage. Okay. Aber ich glaube, da. Ja. Ich verstehe, steht da was anderes drauf, ja, wie bei mir? Ah, okay. Ich habe es da steht, es ist nur eine Zeile drüber, ich bin nämlich anders verbunden. Haben wir alle Verbindungen oder braucht man wer die Daten? Okay. Dann probieren wir das anders.
Aber da gibt es einen Hotspot. Ja, es gibt einen Hotspot, ja, an Unverschlüsselten. Er hat auch viel bessere Verbindung. Genau. Okay. Sind jetzt alle im Internet, die ins Internet wollen? Nein. Noch nicht? Haben Sie vielleicht einen USB-Stick? Dann geben wir Ihnen die Daten einfach so. Bevor wir da lang fabelschutten. Ja. Ja. Könnten Sie haben da kurz helfen? Können wir das schaffen? Gut, für alle, die Verbindung haben, die Dokumente liegen auf der Homepage edv-linzbauer.at unter Grazer Linux-Tage. Da haben wir eben ein Kochbuch und eine Einkaufsliste verlinkt. Ich mache jetzt einmal das Kochbuch auf als erstes. So. Und wir werden jetzt noch ein paar einleitende Worte sprechen, bis alle bereit sind. Dann fangen wir an. Ja, nur die beiden. So. Mich würde mal kurz interessieren, LibreOffice, wer hat es schon benutzt? Alle? Okay. Wer hat schon mit Microsoft Office gearbeitet? Auch alle. Was mögt ihr lieber? LibreOffice? Einige. Microsoft? Okay. Das heißt, dann werden wir auch ein bisschen auf die Unterschiede eingehen, wo die sind, wo die Stolperfallen sind, wenn man eben vor Microsoft Office kommt und zu LibreOffice wechseln möchte. Sie wissen es vielleicht auch, LibreOffice ist ja ein Fork, also eine Gabelung von OpenOffice. Und das ist passiert durch einen Community-Streit mit der Firma, kann man alles nachlesen im Internet. Das, was wir jetzt haben, ist auf jeden Fall ein Produkt, LibreOffice eben. In der Version 6 habt ihr drauf, wenn sie Version 5 haben oder andere, macht das nichts, die Grundzüge sind die gleichen. Die Oberfläche schaut ein bisschen anders aus. Und so. Sind wir soweit mit dem Kochbuch, alle? Nein? Einfach öffnen. Das Dokument ist jetzt noch schreibgeschützt, weil wir es aus dem Internet geholt haben. Das heißt, man muss rechts oben nur klicken auf Dokument bearbeiten. So. Jetzt kommen die Symbole, jetzt kann ich das Ganze bearbeiten. Ich habe mich für ein einfaches Kochbuch entschieden, weil wir Überschriften ausprobieren wollen, Formatvorlagen ausprobieren wollen und auch ein Inhaltsverzeichnis ausprobieren wollen. Das klingt vielleicht etwas viel für einen einzelnen Workshop. Sie werden aber sehen, dass es sehr, sehr einfach ist. Nur ganz kurz, die Leiste rechts, gibt es irgendwen, der die nicht hat? Alle
Alle haben die Leiste rechts mit dem Schraubenschlüssel. Ja, okay. Jetzt möchte ich in die ganz frühen Versionen, hat es die noch nicht gegeben, die Leiste. Gut, Sie können sich vorstellen, was wir mit dem Kochbuch machen wollen. Wir haben einmal drei Hauptüberschriften, die Vorspeisen, die Hauptspeisen und die Nachspeisen. Und die müssen wir jetzt aktivieren. Auf der rechten Seite dieses Zeichen, das ausschaut wie ein T, oder also ein T ist, da sind die Vorlagen drin, sogenannte Formatvorlagen. Ja, wenn Standard, Absender, Beschriftung, Endnote und so weiter steht, dann ist das Gleiche. Okay. So, und was ich auch bitten würde, das Einschalten, sind die sogenannten Absatzmarken. Das schaut aus wie ein verkehrtes P. Da oben, dann kommen diese Zeichen da dazu. Mein Cursor blinkt jetzt bei Vorspeisen. Das heißt, ich kann jetzt da schon die Überschrift auswählen. Sie ist etwas weiter unten. Das scrollen wir nach unten zu Überschriften. Und dann suche ich eben die Überschrift 1 aus. Damit ich es aktiviere, muss ich es doppelt klicken. Jetzt sind Vorspeisen als Überschrift 1 formatiert. Man sieht gleich, es wird größer und es wird fett geschrieben. Das gleiche mache ich jetzt auch mit Hauptspeisen, einmal reinklicken, wieder raussuchen und auch für Nachspeisen. Gut, alle auf der gleichen Stelle. Soweit? Dann nehmen wir die Überschriften 2. Das heißt, ich kann das auch gleich so markieren. Kann eben sagen, Überschrift 2 doppelklicken und habe das formatiert. Auch da und auch da. Die meisten werden sich jetzt wahrscheinlich denken, die Überschriften schauen ja fast gleich aus. Das könnte man ja verwechseln, ob das jetzt Überschrift erster Ordnung oder Überschrift zweiter Ordnung ist. Wir wollen das natürlich anders formatieren, anders einfärben. Und der erste Impuls wäre, das zu markieren und oben eine Farbe auszusuchen. Das machen wir natürlich nicht, wir arbeiten mit Formatvorlagen. Wir arbeiten über dieses Fenster. Das heißt, ich will jetzt, dass meine Überschrift 2 eine hübschere Farbe kriegt. Wir nehmen ein Grün. Dazu klicke ich auf Überschrift 2. Rechte Maustasten und sage ändern. Da, Überschrift 2, ändern. Und jetzt kann ich alles einstellen, was diese Überschrift betrifft. Das heißt, ich stelle es an diesen Ort ein und alle Überschriften folgen. Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein Dokument haben mit 300 Seiten, passiert das genauso. Egal wie viele Überschriften es sind, ich stelle es einmal ein und alle Überschriften verändern sie dementsprechend. Das heißt, ich nehme da Schrifteffekt, Schriftfarbe und suche mir da Grün aus. So, dieses Grün, Dunkellimette und sage, okay. Und alle Überschriften sind eben verändert worden. Highlighting, glaube ich. Also das noch Font. Nein, das ist der Hintergrund. Da Font Effects. Genau, und da müsste die Schrift sein, oder? Ich glaube, sie haben mal einen Font erwischt. Genau, da ist die Schrift. Nein, leider nicht. Ich habe leider nur eine mit. Gut. Ja. Bitte. Ja, ich wiederhole die Frage wieder für unsere YouTuber dann. Das gilt jetzt nur für dieses eine Dokument. Das Ganze wird geregelt über Formatvorlagen in der Dokumentvorlagendatei.
die kann man dann auch verändern. Ich sage mal, das ist ein Thema, das würde ich empfehlen, dann nachzulesen, wo das zu verändern ist. Das gibt es genauso im Microsoft Word wie auch im LibreOffice. Und zwar liegt ein Dokument zentral in die Benutzereinstellungen und wenn ich das verändert, ändert ich auch diese Vorlagendateien. Das mache ich eben auch für Firmen, wenn ich sage über Corporate Design, dass ich jedem Mitarbeiter in der Firma die gleiche Vorlage gebe. Der klickt auf ein neues Dokument und hat die Formatvorlagen da, wie es der Firma entspricht. Ist durchaus möglich. In dem Fall ist nur für das eine Dokument. Gut, wenn Fragen sind, bitte stellen. Es ist wirklich ein Workshop. Das heißt, Sie dürfen gern mitmachen, mitreden, mitbestimmen. Und den Inhalt, den ich habe, ich habe ihn ausgelegt auf etwa 20 Minuten von meiner Seite. Und der Rest darf gern durch Fragen und interaktiv auch erweitert werden. Bitte. Geht das irgendwie? So. Das Ganze? Genau. Ich bin mir auch nicht sicher. Wissen Sie, ob es da eine benutzerdefinierte Liste auch gibt? Da. Okay. Also möglich wäre es. Also es ist auch möglich, dass man Überschriften da außernimmt. Das heißt, man kann welche löschen, aber wirklich nur mehr die, was ich brauche. Würde ich aber nicht empfehlen, weil die hängen nämlich zusammen und man braucht es dann. Okay. Gut, wir brauchen eigentlich eh nur die. Also ich lasse es da mal so erklärt. Gut. Wir könnten jetzt die Rezepte reinschreiben, einen Text reinschreiben und so weiter. Und was ich dann eigentlich machen muss, ist ein Inhaltsverzeichnis erstellen, früher oder später. Das heißt, ich schiebe mir das jetzt mal auf die nächste Seite runter. Dazu klicke ich davor rein und mache einen Seitenumbruch. Seitenumbruch ist ganz einfach, Steuerung halten und einmal Enter drücken. Dann hüpft einfach auf die nächste Seite. Inhaltsverzeichnis kriege ich jetzt ganz einfach über Einfügen. Über Einfügen, Verzeichnis, Verzeichnis. Und dann können wir mein Inhaltsverzeichnis anpassen, wie ich es gerne hätte. So. Jeder, der schon mal Diplomarbeit oder sowas geschrieben hat, kennt das auch mit den ganzen Überschriften 1.1, 1.2 und so weiter. Das ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, allein über das könnte man den ganzen Tag, also sagen wir mal 8 Stunden reden, ohne Probleme. Wir lassen es alles so, wie es ist. Wir schreiben nichts rein, sondern sagen einfach nur okay. Einfügen, Verzeichnis, Verzeichnis. Einfügen. Indexen. Ja, genau, und das letzte. Das ist ja. Ja, nein, ist ein Eintrag nur. Wirklich das da? Ja, ich denke. Ich habe es zwar nicht gelesen, was das ist. Na, vielleicht das mittlere. Probieren Sie mal. Bitte. Ich glaube, Sie haben die. Ich habe fortgeschritten. So. Was jetzt verdeckt wird bei mir, das sind die Seitennummern. Bei mir steht natürlich alles auf Seite 2, wir haben ein Riesenbuch. Es wird dann eben auch auf der entsprechenden Seite verweisen. Wenn man danach ein PDF-Dokument macht, was ja oft gewünscht ist, kann man das auch anklicken. Wenn Sie später die Seiten ändern, kann das Verzeichnis aktualisieren, es passt sich an.
Wenn ihr Überschriften verändert, es passt sich automatisch an. Das heißt, das, was wir jetzt in 5 Minuten geschaffen haben, ist fast voll automatisiert. Das Einzige, was ich machen muss, ist rechte Maustasten, Verzeichnis aktualisieren. Dann wird sie alle Änderungen anpassen im Verzeichnis. Ja, bitte. LibreOffice Sprache umstellen? Sie wollen die Sprache umstellen vom LibreOffice? Ja, ich habe das dann in dem Fall einfach die Bindung ist dann eigentlich, das wäre mir egal. Ja. Aber Table of Contents sollte dann für Inhalte gleich nur reinklicken, anders reinschreiben. Ja, das kann auch. Geht direkt. Beim Einfügen fragt man. Einfügen gibt es das oben. Einfügen fragt er. Gut. Also Verzeichnis aktualisieren und es wird sie aktualisieren. So. Das war jetzt sehr schnell erledigt, das Thema. Wollen Sie gerne nur ein Beispiel sehen im Writer, das Sie machen sollen? Wir können jetzt gerne noch eins aussuchen, Sie können auch später noch Fragen stellen. Gerne auch irgendeine Funktion, die Sie in Microsoft benötigen, die Sie noch nicht wissen, wie es da funktioniert. Mache ich auch gerne. Okay, weil dann würden wir jetzt nämlich schon direkt wechseln in unserer Kalkulation. Unser Kochbuch ist ja im Prinzip fertig. Wir wechseln die Kalkulation und rechnen uns aus, was unsere Zutaten kosten. So. Wie speichert man das jetzt einmal schneller? So, das heißt, auf unserer Homepage, auf meiner Homepage, gibt es eben auch die Einkaufsliste ODS und die mache ich jetzt genauso auf. Anklicken, öffnen. Wieder Dokument bearbeiten und wir haben unsere Liste. Ich habe da also eine ganz einfache Einkaufsliste geschrieben, wann wir eingekauft haben, die Menge, was wir gekauft haben und den Einzelpreis. Wir wollen das ausrechnen, formatieren und filtern. Also die Funktionen, die meiner Meinung nach mit Kalk, also ich brauche das am meisten und auch die Benutzer, die ich kenne, brauchen das am meisten, die Grundfunktionen. So, als erstes wollen wir eine Summe. Wer kann mal sagen, wie das funktioniert, der Summe? Also, wir wollen den Einzelpreis mal der Menge rechnen. Okay. Wir fangen mit ist gleich an. Dort, wo steht es halt? Sagen Menge mal Stern Einzelpreis. Gut, ich sage Enter. Damit haben wir es ausgerechnet. Formeln nach unten ziehen, am rechten unteren Rand nehmen, mit der Maus nach unten ziehen. Ja, bitte. Im oh. Ja. Also ich persönlich markiere es normal so, wie wir es jetzt gesehen haben. Und es gibt zwar automatisch nach unten ausfüllen, das benutze ich aber nicht. Ich nehme eigentlich immer die Maus zum nach unten ziehen. Ich zeige Ihnen vielleicht nur einen Trick. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Wenn ich mit dem Cursor vor, mit meinen Pfeiltasten, dann hupfe ich immer 1. Steuerung halten nach unten, hupfe ich bis zum letzten, das Gefühl ist. Wenn ich das Ganze kombiniere, Steuerung und Shift, dann kann ich es auch markieren. Wenn man mit dem Vergleich
Genau, dann findet er eine Lücke nämlich. Durch solche Sachen. Das ist gleich wie im Extra. Also das, die, mit den Tasten hilft mir eh normal. Gut. So. Wir wollen jetzt filtern. Wir wollen filtern, ich will zum Beispiel nur sagen, was ich im Februar ausgegeben habe an Geld. Autofilter ist ein Begriff. Ohr nicken. Ich markiere mir die Zeile 2, indem ich einfach auf den Zweier klicke. Ganze Zeile 2 ist markiert. Und mein Filter kriege über Daten und Filter. Daten, Autofilter. Klicke an und jetzt kommen die Pfeile neben die Überschriften und damit kann ich filtern. Ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und kann sagen, beim Datum sagen wir nicht alles, sondern sagen wir nur im Februar. Okay. Und über den Filter drin. Gehe wieder rein, sagen wir wieder alle. Sie sehen, es ist wirklich in 2 Minuten eingestellt. Es ist eine sehr einfache Funktion, aber sie bringt extrem viel. Wie viel habe ich jetzt im Jahr ausgegeben? In dem Jahr? Circa? Na, rechnen wir es aus. Das heißt, ich sage mal, die meisten würden jetzt hergehen, würden einen Preis unten zusammenzahlen. Ich mache das ein bisschen anders. Ich mache die Summe oben über der Überschrift. Warum ich das mache, sehen Sie klar. Und ich mache keine Summe, sondern ich mache ein Teilergebnis. Ist gleich Teilergebnis. Da bin ich leider überfragt. Das weiß ich, da müsst ihr die Google fragen. Das weiß ich auswendig besser auch nicht. Aber Sie konnten es über einen Funktionseditor suchen. Das, was FX, was da davor steht, wenn Sie den anklicken, ja, da konnten Sie probieren, ob es mit Filter oder irgendwie so hinkommen. So. Ich sage also Teilergebnis, Funktion 9. Teilergebnisse kann Min, Max, Durchschnitt und so weiter. 9 ist Summe. Und dann sage ich, rechnet mir bitte von E3 zu E1234 9er. So. Ist das zum Lesen da, die Formel? Gut. Also wir haben knappe 90 Euro ausgegeben. Was ich noch nicht gesagt habe, warum ich das Teilergebnis nehme, ist, weil das auch über den Filter wirkt. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, sag mal bitte nur die Sachen, die ich im Februar ausgegeben habe, dann ändert sich auch die Summe oben. Das würde sich eben mit Summe nicht ändern. Funktioniert auch bei Microsoft natürlich. Also die Funktion ist die gleiche. Bitte. Mit Summe würden immer die 18, irgendwas zustehen. Teilergebnis kann eben auch Min, Max, Durchschnitt und ich glaube noch ein paar andere Sachen. So, wieder alle. Sind wir alle da. Gut, was nun bleibt, ist ein hübscheres Aussehen. Das heißt, wir wollen natürlich Euro-Werte haben. Ich brauche es nur markieren, D und E markieren, über Spaltenköpfe, Währungssymbol anklicken und mit meinem Eurozeichen meine 2 Kammer stellen. Also ganz, ganz einfach. Markieren, zack. Dann kann ich natürlich nur sagen, ich will, was ich immer mache, sind die Überschriften fett.
zentriert. Dann vielleicht noch die Spalten ändern, die Breite ein bisschen. So. Der Menge kann ein bisschen kleiner werden. Bei Gesamt machen wir halt zum Beispiel eine Hintergrundfarbe, eine grüne. Das heißt, man sieht, relativ einfach, relativ schnell, super Listen mit sehr viel Informationen, die man ausholen kann. Gut. In die Vorlagendateien habe ich eine zweite Tabelle eingefügt, unten. Die heißt Eingangsliste fertig. Das ist das Ganze, was wir gemacht haben, wie es fertig ausschauen sollte. Unten Einkaufsliste anfangen ist die, wie man es runterlädt. Das heißt, sollten Sie es zu Hause nachvollziehen wollen, schauen Sie einfach auf meine Homepage, die Dateien bleiben online, Sie können es anklicken, können Sie die Vorlagen holen und durchprobieren. Und sehen auch das Ergebnis, eben auch mit den Formeln drin, wie es ausschaut. Gut. Wie? Subtotal. Interessant. Gut. Im Großen und Ganzen war es das mit meiner Vorgabe, die ich bringen wollte zu Ihnen. Und ich habe absichtlich Zeit lassen. Das heißt, wir haben jetzt fast eine ganze Stunde noch Zeit für Ihre Fragen, für Ihre Sachen, die Sie gerne machen möchten. Ich kann so sagen, jetzt mein Vortrag ist beendet. Das heißt, wem das genug ist, dann kann auch gerne gehen. Es ist jeder willkommen, dass er da bleibt und mit uns noch was durchmacht. Gibt es jetzt Vorschläge, Fragen, was Sie gerne machen wollen in LibreOffice? Wir können auch das Programm wechseln, wir können auch eine schauen in Draw oder auch in Impress zum Beispiel, wenn Sie wollen. Was würden Sie gerne anschauen? Draw? Okay. Diagramm zum Beispiel, oder? Diagramme, okay. Dann bleiben wir kurz noch beim Diagramm und wechseln dann zum Draw. Ich überlege gerade, wie wir aus der Liste am besten ein Diagramm machen können. Machen wir einfach einen Preisvergleich. Ich markiere mir jetzt mit Überschriften. Mit Überschriften markiere ich die Zutat und den Einzelpreis und hole mir dann ein Diagramm über, einfügen, Diagramm. So, jetzt komme ich zu meinem Diagrammassistenten. Sie sehen im Hintergrund, hat sich ein Diagramm aufgemacht mit meinen Zutaten und was die eben kosten. So. Sollen wir da irgendwas Spezielles behandeln wollen? Wegen. Wir machen das einmal kurz fertig und dann schauen wir, ob wir zu der Thematik kommen. So, Säulendiagramm in dem Fall passt eigentlich alles. Ich klicke das einmal durch. Das lassen wir auch gleich. Und sagen wir mal fertigstellen. So, das heißt, ihr wisst mein Diagramm da. Ich würde nur gern den Zoom-Faktor ändern. Stellen wir es unter meine Tabelle einmal. Das heißt, sollen wir da jetzt einzelne auswählen oder wegblenden oder die Achsen zum Beispiel ändern, dass ich andere Schritte habe? Okay. Das heißt, Doppelklick, dann wird das Diagramm einmal aktiv und dann müssen Sie mit der rechten Maustaste auf die Achse. Achse formatieren, haben wir das da?
Skalierung. In der Skalierung müsst ihr das erstellen können. Logarithmische Skalierung. Sagen wir mal zum Beispiel, wir wollen nicht bei 0 anfangen, sondern wir wollen zum Beispiel bei erst 50 Cent anfangen. Dann kann ich Maximum sagen, ich gehe zum Beispiel auf 10. Das heißt, ich verändere meine Achse, sodass die Datenbereiche dann auch sichtbar sind. Das geht für beide Achsen. Und sage, okay, dann ändert sich da mein Ding. Es ist interessant, wenn Sie in der Statistik anschauen, oft, wo fangen die an, wo hören die auf, und die kann man auch beeinflussen, dass die Balken größer oder kleiner werden. Das war die Frage. Okay? Gut, dann habe ich PDF gehört. Wie kann ich daraus jetzt ein PDF machen? Im Großen und Ganzen brauche ich eigentlich nur dieses Symbol da, als PDF exportieren. Das gibt es in alle LibreOffice-Programme. Das heißt, ich klicke da drauf, sage, wo ich es hin haben will, ich lege es mir einfach mal in die Downloads, sage Speichern, also wirklich ganz schnell. Und jetzt haben wir da, wo haben wir es? Einkaufsliste PDF. Oder meine Einkaufsliste. Und eine schöne leere Seite. Naja, es ist unterschiedlich gespeichert vom Hintergrund. Das heißt, würde man jetzt einen Texteditor nehmen und die Kalkulationsdatei anschauen, dann liegt da ganz was anderes drin wie in der PDF-Datei. Also zur Kompatibilität. So. Ich habe jetzt absichtlich einmal Speichern unten aufgemacht. Da sieht man, was für Programme es gibt. Und da kann ich ein paar Worte dazu erzählen, wie die Kompatibilität ausschaut. Microsoft unterstützt die ODS-Formate. ODS, ODT, ODP-Präsentationen zum Beispiel. Diese offenen Dateiformate unterstützt Microsoft mit Office seit 2007. Ja. Alles, was neu ist von Microsoft, kann diese Formate auch öffnen. Für 2003, falls das wirklich nur irgendwer hat, gibt es ein Plugin dafür, das aufgehen. Kann man auch installieren von Microsoft. Das heißt, jede aktuelle Version von Microsoft sollte diese Dateiformate schreiben können und auch öffnen können. Bitte. Genau. Also ich arbeite in einer Firma, unsere Firma macht archäologische Ausgrabungen, ich mache dort EDV. Meine Archäologen machen nichts anderes, wie dass den ganzen Tag Sachen ausgraben, fotografieren und dann setzen sie einmal im Jahr ins Büro und schreiben einen Bericht darüber. Das heißt, dann haben wir halt 30 Seiten, 100 Seiten Bericht, was gefunden haben. Formatvorlagen, Überschriften, Bilder einfügen und natürlich hört man immer, Microsoft macht das anders, das haut es durcheinander und so weiter. Leider muss man sagen, zu 99% ist Anwendungsfehler und ein paar Kompatibilitätsprobleme gibt es, sie sind aber verschwindend gering. Das, was macht Microsoft und LibreOffice ist, wenn ich jetzt diese Farbe habe, ich habe da grün ausgesucht. Es kann sein, dass die Farbe anders ausschaut bei Microsoft. Wenn ich einen Rahmen mache und ich nehme bei Microsoft so einen speziellen Rahmen mit zwei Außenrahmen zum Beispiel, dann schaut das da anders aus, weil die Funktion gibt. Das heißt, solche Formatgeschichten sind unterschiedlich. Die Formel, unser Mittelwert, der funktioniert. Die Zahlen funktionieren auch. Also das Grundgerüst funktioniert immer. Im Design kann es sein, dass es anders ausschaut. Und ich kenne das, Leute schreiben, die sitzen eine Woche da, schreiben Berichte, machen das auf und es schaut anders aus. Das, ja, es ist zum Ärgern. Gut, PDF haben wir es auch gehabt, bitte. Es ist das auch ein bisschen eine Philosophiefrage. Da gibt es
morgen, glaube ich, noch einen Vortrag über freie Software, warum das wichtig ist. Ich halte morgen an Linux für die Massen, auch morgen. Da gehe ich ein bisschen näher drauf ein. Es geht einfach darum, dass ich ein Dateiformat nehme, wo nicht später Firma herkommen kann und sagen, das ist meins, das darfst du eigentlich gar nicht mehr angreifen. Auch an die Lizenz. Von der Kompatibilität ist ja relativ egal. Wenn ich dann halt anfange mit LibreOffice zum Arbeiten und ich speichere den Doc X und mache es wieder mit LibreOffice auf, dann ja, ich finde es ein bisschen vorbei an der Sache. Ja, können Sie? Nein. Nein. Das wirklich Tragische, was ich erlebt habe aus dem Berufsleben, ist, man macht Doc X-Format mit Microsoft Word 2013, speichert das, macht es mit einem 2007er auf und es schaut anders aus. Also die Programmversionen untereinander sind nicht immer kompatibel. Bitte. Ja. Ganz kurz vielleicht das Problem mit den Bildern auch. Sollten wir es kurz ausprobieren, im LibreOffice Writer ein Bild einfügen und die Optionen anschauen, die ich eben habe, die ich machen kann damit. Kann man vielleicht kurz ran. So. Also nehmen wir mein Kochbuch. So. Gehen wir zum Brokkoli. Auflauf. Mal einfügen. Bild. So, was nehmen wir für Bild? Ich nehme das auch irgendwas aus. Genau, das wird der. Man sieht jetzt, das Bild liegt über den Überschriften. Das hat was mit dem Umlauf zu tun. Das ist zum Beispiel eine Sache, was bei Microsoft und LibreOffice unterscheidet, wo eben die meisten Leute fluchen, wenn sie einen Bericht schreiben oder einen längeren Text mit über mehrere Seiten und sie dann die Bilder verschieben. Auch die Bilder werden geregelt über Formatvorlagen. Das heißt, ich komme da jetzt rein und habe da eine Formatvorlage, die heißt Bilder. Meine Empfehlung ist, wenn es wirklich lange Dokumente haben, wo alle gleich ausschauen sollen, verwenden nur die Formatvorlagen und nicht die direkte Formatierung. Weil wenn ich direkte Formatierung habe und Formatvorlagen, dann komme ich durcheinander. Und dann entstehen wirklich Probleme. Das heißt, wenn ich sage, dass alle Bilder sollen gleich ausschauen, dann schnappe ich mir einfach Formatvorlagen Bilder, klicke auf Ändern und kann mir einstellen, Ausstandszeit. Bitte. Recht im Auslasten zuschneiden. ja.
das Zuschneiden im Microsoft Word, es ist echt gut. Da kommt es leider nicht an. So, Enter. Klicken, klicken. So. Sie werden vielleicht da sagen, ich habe die Position des Bildes auch nicht geändert. Wie ich will nicht, dass er sich verschiebt. Ich mache das rein über die Formatvorlage. Ich gehe da auf Ändern und kann mir da eben einen Umlauf aussuchen. Das heißt, das ist jetzt auf optimal gestellt. Ich sage mal keinen Umlauf. Ich will nicht, dass der Text links, nicht rechts steht, das soll einfach drüber und drunter stehen. Und die Größe. Kann ich da einstellen? Größe. Mal 10 cm zuweisen, ob das funktioniert. So, der Umlauf hat funktioniert. Egal. Ja, es ist eigentlich, spielen wir einmal damit. Wichtig ist, dass ich es in dem Menü mache und eben nicht direkt übers Bild. Weil, wenn ich das so mache, dann kommt eben auch das nächste Bild, das ich einfüge, wieder genauso einer. Bild. Immer wieder irgendwas Wasser. Nein, das ist gedreht. So. Das heißt, das, was ich jetzt eingestellt habe, ist Text drüber und drunter, nicht dahinter. Wenn ich jetzt hergehe und sage beim Bild ändern, ich will einen Umlauf anders haben, ich will einen Durchlauf haben. Der Text soll einfach durchs Bild durchrennen. Und sage okay, dann zeigen sie, dass sie die Bilder auch ineinander schieben. Das heißt, auch die Bilder selber passen nicht aufeinander auf. Jetzt gehe ich wieder her, ändert den Umlauf, sage, ich will wieder keinen Umlauf haben und sage zuweisen. Und die Bilder stehen wieder so. Das ist eine große Geschichte, nicht nur bei Microsoft Word, sondern auch bei LibreOffice. Ich füge das ein, das tut nicht das, was ich will, und ich schimpfe auf das Programm. Ich habe es tausendmal gesehen. Wenn man die Option findet, funktioniert es. Man muss es finden. Gut. Ja, nachdem wir jetzt haben wir drei Seiten, nicht mehr zwei. Schauen wir gleich, ob das Verzeichnis funktioniert. Rechte Maustasten aktualisieren und meine Seitennummer stimmen. Hat also funktioniert. Gut. Nur spezielle Fragen zum Bild. Ich meine, Sie haben gesehen, das sind sehr viele Menüs. Man kann auch über das Thema stundenlang reden, wenn man möchte. Ich könnte mehrere Formatvorlagen nehmen. Beziehungsweise ist es auch so, dass wenn ich dann eine direkte Formatierung setze, die Formatvorlage überschrieben wird. Ich kann das vielleicht kurz sagen, ich sage es an einer Überschrift, das, um schöner zu sehen. Nein, es ist nicht sinnvoll. Ich sage es Ihnen trotzdem. Ich habe da jetzt meine Überschrift, meine Datensuppe. Und damit wir jetzt wirklich sehen, wie ungut das ist, gehe ich her, markiere mir nicht das ganze Wort und suche mir eine andere Schriftfarbe aus. Nehmen wir blauer. So. Sichtbar so ein Beam? Ja. Aber stimmt das nicht mehr. Jetzt kann ich, in dem Fall sehe ich jetzt, weil er nur Teil vom Wort markiert ist. Wenn ich das ganze Wort markiert, dann ist es gemein. Dann kann ich auf meiner Formatvorlage ändern, was ich will, und das Bild wird nicht mehr. Also die Überschrift. Und das ist das Problem, das Große. Schauen wir. Ob man es mit Format, direkte Formatierung löschen, rückgängig machen kann. Zack. Und es zählt nur mit der Formatvorlage. Wenn ich ein Dokument formatieren muss, das von den anderen kommt, dann mache ich das gern. Alles markieren, direkte Formatierung löschen, zack, mal alles weg, die Formate. Und dann kann ich über meine Formatvorlagen einstellen, wie ich es brauche. Bitte.
Das ist so, ein Feld brauchen wir. Das heißt, schau mal, einfügen, Feldbefehl, weitere Befehle. Ich hole vielleicht bei dem Thema auch kurz aus, Seitennummern, Seitenzahlen. Kopf- und Fußzeile im Writer. Bitte? Okay, dann machen wir die Bilder noch kurz fertig und dann. So, wir haben zwei unterschiedliche Bilder. Machen wir es am Text, weil das haben wir vorher gehabt. Und ich sage das ändern, oder Kopierfunktion. Verwalten. Namens mal. Neue Formatvorlage als Auswahl, das nennen wir. Neue Vorlage. 2. Okay, jetzt habe ich Bilder und Bild 2. Und jetzt kann ich unterschiedlich formatieren. Das heißt, bei Bilder habe ich jetzt keinen Durchlauf vom Text. Und bei Bild 2 nehmen wir einen Umlauf und sagen einmal. So. Ich habe es jetzt verschoben, das macht mir jetzt aber mal nichts. So. Na? Wie habe ich meine Formatvorlage jetzt gelöscht? Rahmenformatvorlage. Typ 13 Meter, okay, das wollten wir ja haben. Und bei Bild 1 sagen wir 10 cm. So. Und wenn das jetzt anklickt, sollte Bild okay, genau, der macht so. Warum verschwindet dann der andere? Interessant. Interessanter Effekt, habe ich noch nicht gesehen. Also ich denke, ich sehe nicht aus. Nein, ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel, wo ich das gemacht habe. Und zwar haben wir ein Handbuch geschrieben für eine Software bei uns in der Firma. Und da habe ich auf der einen Seite die Programmsymbole, was bedeutet, die wir immer links oben haben beim Absatz, dass sie im Absatz drinstehen und quasi den Absatz umranden. Und dann habe ich Screenshots vom Programm, die wir in der Mitte haben. Das heißt, ich habe eine Formatvorlage gemacht für dieses Programmsymbol mit Größe und Position und ein zweites habe ich gemacht, das eben keinen Umlauf hat. Dann habe ich zwei Formatvorlagen, ziehe das eine, klicke die Formatvorlage an und dann funktioniert es auch. Ja. Wenn ich 10 verschiedene Größen habe, ja. Genau. Was ich vielleicht noch sage, was sinnvoll ist, Bildbeschriftungen, rechte Maustasten, Beschriftung einfügen. Ich habe da auch einen Traktor her. So. Dann steht drunter Abbildung 1 Traktor. Warum ich das sage, ist auch wieder, wenn ich jetzt sage, ich mache zum Beispiel Diplomarbeit oder was in die Richtung, dann brauche ich diese ganzen Abbildungen und auch ein Abbildungsverzeichnis. Wenn ich das so mache, dann aktualisiert sich das automatisch. Wenn ich das mit der Hand dazu schreibe, dann muss ich das ganze Dokument durchgehen und sagen, okay, ist Abbildung 2, aber bevor ich es eingefügt, muss ich die Nummern ändern und so weiter. Das geht alles automatisch, wenn ich es so mache. Rechte Maustasten, Abbildung einfügen. Gut. Haben wir das mit den Bildern so weit geklärt? Okay.
Und das war jetzt vorher die Frage mit Seitennummern. Okay. Ich sage einfügen Kopf- und Fußzeile. Fußzeile Standard. So. Und jetzt gehe ich auf irgendeine Seite rein und kann man das auswählen. Wir machen es einfach. Der Klassiker ist Seite 1 von. Und dann probieren wir das mit dem zuletzt geändert. Und zwar einfügen, Feldbefehl, Seitennummer. So. Dann schreibe ich hier, Seite 1 von, wieder einfügen, wieder Feldbefehl, Seitenanzahl. Aktualisiert sie auch automatisch. Bitte. Okay. Arbeitest du mit Zeilenumbrüche? Nicht mit Zeilenumbrüche, mit Seitenumbrüche. Seitenumbrüche. Es kann sein, dass da auch ein Formatumbruch draufhängt. Das heißt, im Microsoft Office gibt es ja Einfügen, Umbruch und dann kannst du, glaube ich, 4 oder 5 aussuchen. Und je nachdem ist es im LibreOffice auch so, dass die Umbrüche eben darauf reagieren. Ob du eben einen Umbruch hast, damit du verschiedene Kapitel oder neue Nummerierungen anfangen kannst. Und das ist, liegt ziemlich sicher an dem Umbruch. Im LibreOffice. Seitenumbruch mit Steuerung, Enter sollte kein Problem sein. Ich überlege gerade, ich muss jetzt aber nochmal nachschauen, wegen der Umbrüche, was genau tun. Es gibt eine Steuerung Shift Enter. Geht es im LibreOffice? Nein. Okay. Es geht im Word. Ja, sind wir die Version. Ja. Und Sie merken es ja bei mir, es gibt immer wieder was zum Dazulernen, auch wenn ich es 10 Jahre mache. Da und dort lerne ich immer wieder was dazu. So, Seitennummern haben wir, Seite 1 von 2. Und jetzt wollten wir haben, zuletzt gespeichert. Schauen wir, ob wir den finden. Einfügen, Feldbefehl. Und da gibt es einen Punkt, weitere Befehle. Wir wollen haben eine Dokumenteninformation. Letzter Druck. Geändert. Geändert müsste zuletzt gespeichert aus sein, oder? Uhrzeit auch? Oder nur? Einfügen. Da hast du zweimal einfügen gesagt. 27.04. war heute. Ist das jedes Mal, wenn ich jetzt das Mal aufmache, irgendwas zu schreiben? So, jetzt wollen wir es aber wissen. Dann müsste ich jetzt wieder Uhrzeit machen. Ja. Dokumenteninfo geändert, Uhrzeit. Wenn man zu unten dazu, also zweimal klickt, ja okay, 15, 13, das ist ein Speicher, ja, funktioniert. Und gibt es den Dienstleiter auch? Müsste funktionieren, ich bin so frech und wechselt. So, eben eine Vorlage öffnen. Okay, ich muss es nicht so machen. Ich will eigentlich schauen, ob das so funktioniert. Einfügen. Feldbefehl. Da gibt es einige, aber nicht alle. Also unter dem gleichen Punkt ist es nicht. So ist das nicht. Aber recherchieren gehen muss. Also irgendwo gibt es einen Unterpunkt, wahrscheinlich, wo man eben diese Information aushört. Beziehungsweise kann es auch sagen, im Impress, dass unter die Vorlagen oder Masterfolien irgendwo im Hintergrund liegt. Ich mache das jetzt nochmal zu. So. Fragen nur zum Writer. Bitte? Funktioniert ähnlich, glaube ich. Ich muss sagen, mit Markus arbeite ich echt nie. Weil
Lettland. Ja, brauche ich eigentlich nie Makros. Außer im Base hin und wieder habe ich ein paar Makros. Aber für einen Writer oder für einen Calc habe ich eigentlich nie Makros benutzt. Gut. Nur eine Frage? Funktioniert mittlerweile besser. War ein Stiefkind im LibreOffice. Den letzten, den ich erstellt habe, habe ich mit LibreOffice 5.4 oder so erstellt. Funktioniert. Mit dem soll es nur besser funktionieren, weil es jetzt auch Excel listen kann, ab Version 6. Habe ich aber noch nicht probiert mit dem Programm. Die Oberfläche. Mir persönlich hat die Oberfläche nicht gefallen. Es hat alles funktioniert, wenn man es jetzt zusammengeklickt hat, funktioniert hat. Aber ich hätte mir ein bisschen bessere Bedienbarkeit gewünscht. Also in meinem Fall war es so, dass der Assistent in einer gewissen Version war der Assistent so vordergründig, dass ich halt den hat man Schritt für Schritt durchmachen müssen und ich will halt oft in Schritt 4 vor einen Schritt 2 machen, weil ja, anderer Workflow. Das sollte mittlerweile gehen, ich habe es aber nicht ausprobiert bei der Version. Genau, die Adressaten ändern und wo es dann halt richtig interessant wird, personalisierte Anreden. Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, sehr geehrte Firma. Ja? Wann die in der Tabelle beim Ding hinterlegt sind, also ich sage mal in der gleichen Zeile bei der Quelle, dann funktioniert es. Wenn es natürlich dann wieder in einer anderen Tabelle an, dann reden wir von Datenbanken. Das haben wir nicht mehr beim Serienbrief, sondern beim Base, beim LibreOffice Base. Das heißt, da braucht man schon wieder ein anderes Programm, weil wir mehrere Tabellen haben. Aber wenn es in der Excel-Listen oder in der Calc-Listen halt in der gleichen Zeile liegt, dann funktioniert es. Es muss in der gleichen Zeile liegen. Ja? So, eine gute Frage. So. Also die Frage war jetzt in unserer Einkaufsliste, wenn ich das Diagramm habe und ich will Y-Achse tauschen, ich will die verdrehen, ob es da Funktion dafür gibt. Im Microsoft Excel gibt es die Funktion, das weiß ich. Im Libre muss ich selber überlegen, schauen, ob das funktioniert. Einfügen, löschen, na. Also mir ist es nicht bekannt, dass es einen einfachen Punkt zum Drehen gibt. Ich persönlich aus der Praxis würde das Diagramm jetzt neu erstellen und würde beim Erstellen die Achsen ändern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Microsoft Excel rechte Maustasten, Achsen tauschen oder sowas gibt. Wie wird es? Ja. 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 Achsen einfügen, löschen, Punkte machen. Aha. Ja. Ja. Also, ich kenne jetzt leider keine Funktion dafür. Gut. Ja? Genau, ich kann auch mehrere Häkchen setzen,
Dann habe ich mehrere Monate, die kann ich mir aussuchen, wie ich es brauche. Okay, bitte. Ja. Ja, ich habe auch schon sehr oft leere Zellen gehabt, deswegen. Also, man ist gewohnt, sind Handgriffe, die ist man gewohnt, weil es einfach schnell und einfach funktionieren. Was man auch machen kann, eben ist der Funktionseditor, das FX, was ich vorher erwähnt habe. Kann ich vielleicht noch mal kurz herzeigen. Gibt es auch für die Umsteiger, wie gesagt, im Microsoft Excel, und da sehe ich eben alle Funktionen, die es gibt, mit etwas mehr Erklärung und mit etwas mehr Führung. Gut. Bitte. Ich habe das Teilergebnis da. Genau. Ich schaue mal, wenn wir es jetzt aufmachen, diesen Funktionseditor. Dann fragt er zwar nach Funktion, er sagt aber nicht, welches welches ist. Wie kommt Google? Ich habe jetzt auf die Hilfefunktion geklickt. Ergebnis, hier gibt's. Da steht es auch. Okay. Also man muss sagen, die Hilfen werden immer besser, in dem Fall hilft es uns wirklich weiter. Also Pivot ging natürlich auch. Ich muss sagen, für die Sachen, was man im Heimanwenderbereich braucht, ich persönlich benutze es recht oft, Teilergebnis und Summen. Ja. 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 Gut. So. Sollen wir, wenn Sie wollen, nur ganz kurz Impress herzeigen, auch als drittes Programm? So. Ganz einfaches Präsentationsprogramm. In der Version 6 ist es so, dass nach einer Vorlage fragt, sobald ich es aufmache. Das heißt, ich suche mir jetzt halt irgendeine Formatvorlage aus. Nehmen wir blauer Verlauf, sage öffnen. Hab meine Folie da. So. Ich habe Folie 1, Folie 2, sieht man vorhin. Kann man Titel hinzufügen. Guter Titel. Mein neues Kochbuch. Was haben wir geschrieben? Haben wir alles ausgerechnet? Das können wir es präsentieren auch. Nehmen wir zweite Folie. Was kann ich kochen? Fragezeichen. Wir kochen Suppen, Hauptspeisen, Nachspeisen. Gut. Also Sie haben gesehen, mit ein paar Klicks kann man das erstellen. Habe eigentlich ein ansprechendes Layout schon. Habe rechts wieder meine Seitenleiste und kann da wieder mit Folienübergängen, Formatvorlagen, Eigenschaften, mit allem möglichen arbeiten. Das ist Navigator, Galerie, Vorlagen. Da hätte ich die Überschriften auch wieder mit den Vorlagen. Ich selber brauche in dem Fall normal Folienübergang und Animation. Das heißt, wenn ich jetzt will, dass sie zwischen die Folien tut, dann suche ich mir da halt einen Übergang aus. Den Übergang,
muss ich nur anwenden. Nehmen wir mal das Wahrzeichen für alle übernehmen, dann ist es auf jeden Fall drin. Bildschirmpräsentation startet erste Folie und ich führe es so an. Was mir wirklich gut gefällt beim gleichen LibreOffice, auch bei der Version 5 schon, ist, wenn Sie auf zwei Bildschirmen präsentieren, die Vorschau für den Vortragenden und das Vollbild. Das ist recht schön gemacht mit einer Vorschaufolie, was da als nächstes kommt, und da kann man wirklich gut präsentieren damit. Fangen wir an. Ja, gibt es Funktionen oder Sachen, die Sie im Impressum oder Beginnersachen vorgeschritten, was Sie wollen? Bin mir nicht sicher, wie weit sie schon machen kann. Auf der rechten Seite gibt es da den Schraubenschlüssel und darunter ist der Folienübergang. Ganz rechts sollte das sein. Ja, schaut ein bisschen anders aus. Es wird der da sein, der mit dem Dreieck. So, der mit dem Dreieck, genau. Bisschen andere Programme. Gut. Ja. Bitte? Welche Formel? Verlate ich. Achso. Gut anzuzeigen. Du wirst es einfach aus einem anderen Programm nehmen und eine kopieren. Gut. Ich persönlich würde den Umweg über ein Bild nehmen, dann kannst du sie natürlich nicht verändern. Über Vektorgrafik könnte man noch gehen. Wie oft änderst du die Formeln? Achso, damit du es nachher wieder kopieren kannst und wieder beeinfügen kannst. Dann müsstest du schauen, ob du in die Exportfunktion vom PDF was einstellen kannst. Das ist von Programm zu Programm unterschiedlich. Wenn du den PDF konvertierst, kannst du normalerweise die Version einstellen und auch die Schriften in Text, die Texte in Bilder konvertiert werden sollen oder nicht. Das heißt, beim Export ins PDF, egal ob das jetzt vom Impressis oder vom anderen Programm, schau, ob du in den PDF-Optionen Optionen findest, die eben das nicht konvertiert in ein Bild, damit es nachher als Text nur markierbar ist. Dort würde ich suchen. Gut. Wenn Sie Fragen haben, wir haben noch ein bisschen Zeit, gerne. Zwischen, bitte? Base, ja, und Access. Ja, gibt es gravierende Unterschiede, sind absolut nicht miteinander kompatibel. Ja, keine Chance. Das heißt, wenn ich aus dem Access was außer haben will, dann muss ich irgendwo ein Programm haben, das entweder Access lesen kann, Base kann es nicht, oder ich muss mir ein CSV, ein Excel, irgendwas außer konvertieren aus dem Access. Sonst kriege ich es mit Base nicht auf und umgekehrt genauso. Vor dem Klicken und Aussuchen ist es ziemlich gleich. LibreBase hat weit nicht die Assistenten. Also da ist Microsoft Access von den Assistenten her wesentlich besser. Was das Base betrifft, bei anderen Programmen kann es anders ausschauen. Beim Base ist es wirklich so, dass Access bessere Assistenten hat. Ja, will ich meine Datenbanken in 10 Jahren noch aufkriegen, ist die Frage. Wir haben aktuell in der Firma den Fall gehabt mit CorelDRAW. Hat früher jeder benutzt, also sagen wir vor 10 Jahren, hat das eigentlich jeder gehabt, das Grafikprogramm. Trifft man heute nicht mehr so oft an. Jetzt haben wir geologische Daten auf CorelDRAW-Datei liegen. Macht die einmal auf, wie kriegst du es auf? Im Endeffekt haben sie wieder nachgebracht mit LibreOffice, mit dem Draw, mit dem Zeichenprogramm. Der kann es lesen. Aber dann steht man mal da sind hunderte Stunden Arbeit drin und kriegst die Datei nicht mehr auf. Weil sie in das Programm
nicht mehr unterstützt wird oder hat man aktuell nicht mehr. Das ist eines der größten Argumente für mich, dass ich Freisoftware benutze, weil in 10 Jahren kann ich noch immer hören, wenn die Firma eingeht, kann es sein, dass ich das Programm nicht mehr habe, ich habe keinen Zugriff mehr drauf, dann habe ich zwar die Datei, ich kann es aber nicht mehr aufmachen. Ich komme nicht rein, da ist nichts. Nichts für mich Verwertbares drin. Das ist das stärkste Argument für mich. Ja, ist von Haus aus nicht installiert. Das heißt, ich habe die Draw ist meistens auch installiert. Ich habe Writer, Calc und Impress, die sind immer installiert. Draw meistens, glaube ich. Und Impress wird nicht von Haus aus installiert, weil es die meisten einfach nicht brauchen. Man kann es aber nachinstallieren. Recht einfach. Genau, über den Software Manager kriegt man es. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den heutigen Workshop. Feedback, soweit ich weiß, gibt es über das Online-Programm von der Graz Linux-Tage. Da dürfen Sie mal gern was hinterlassen. Ich bin noch 10 Minuten da, das heißt, wenn Sie irgendwelche Anliegen haben, können Sie gerne zu mir kommen, während der Oper, gehen wir noch ein bisschen plaudern. Dann sage ich danke für die Aufmerksamkeit.